Heute geht's um eine Auszeichnung, um Erdgas, um zwei verschiedene Welten. Und wenn dich das interessiert, bleib unbedingt dran. Vielleicht habt ihr es in den sozialen Medien ein bisschen mitbekommen. Wir haben mit Erfolg auf Instagram beispielsweise. Letzte Woche am Freitag war ich mit meinem Team, einem Teil des Teams, in Frankfurt, denn wir sind ausgezeichnet worden. Da, wo sonst immer das Buch steht, da steht schon. Top 100, und hier habe ich es nochmal, Top Innovator 2022, Top 100, hier Rabe Holding GmbH und Co. KG. Und wir gehören quasi in unserer Größe zu den 100 innovativsten Firmen in Deutschland. Darum geht es aber jetzt in dem Video eigentlich gar nicht. Das war nur so ein bisschen Eigenlob am Anfang. Ne? Das gehört natürlich ein bisschen mit dazu. Und das war aber eine ganz, ganz spannende Sache, weil wir waren in Frankfurt und da war eine Festveranstaltung, wo zwei Welten aufeinander geprallt sind. Zum einen saßen in dem Saal 1200 Unternehmer, Mitarbeiter dieser Unternehmer, alles Menschen, die sich in meiner Welt bewegen. Also das heißt, in der für mich realen Welt. Und auf der anderen Seite waren auf der Bühne einige Festredner, ne? Wie das immer bei solchen großen Veranstaltungen ist. Da gibt es immer Schirmherren und so weiter. Und unter anderem haben da Politiker gesprochen. Ne? Einmal eine Digitalministerin aus Hessen und zum anderen der ehemalige Bundespräsident Wolf. Und wenn du da unten sitzt und hörst dir das Ganze an, dann ist das so ein bisschen, wo du dich fragst, hey, in welcher Welt bewegen sich denn die gerade, die da oben erzählen? Also die haben von Dingen erzählt, wo, wenn du dich dann umgeschaut hast und wenn du dich dann mit den anderen Unternehmern unterhalten hast, was in unserer Welt überhaupt nicht stattfindet. Also die haben Probleme gesehen, wo wir überhaupt keine sehen. Die haben sich für Dinge gelobt, wo wir sagen, naja, ob das wirklich so toll war. Also wir haben uns da irgendwie in völlig anderen Welten bewegt. So, jetzt soll es aber nicht darum gehen, hier irgendwie Politiker zu bashen, weil das ist schließlich ihr Job, den die da machen. Aber was Interessantes ist, dass diese Politiker, die da gesprochen haben, die waren ja von dem, was sie sagen, felsenfest überzeugt. Und das heißt, wenn wir uns jetzt auch diese Infos holen von denen und würden immer nur auf das hören, was die uns erzählen, dann hätten wir eine ganz andere Sicht auf die Dinge. So, jetzt machen wir den Bogen rüber an die Börse. Denn an der Börse ist es auch so, es gibt hier zwei Welten. Und zwar einmal ist das die Welt der Medien, das heißt das, was in den Medien stattfindet, und zum anderen das, was wirklich in der Welt der Wirtschaft, an den Börsen und so weiter passiert. Und ich will euch heute das mal an einem ganz extremen Beispiel zeigen, was momentan besonders hier in Deutschland unglaublich relevant ist. Ich bin jetzt gerade hier wieder in Deutschland in meinem Büro. Und als ich hier gekommen bin und so mit meinen ersten Mitarbeitern gesprochen habe, mit Freunden und so weiter, da ist das Thema Gas, Erdgas gerade ein ganz, ganz heißes Thema. Ne? Dass die Gasproblematik, irgendwie uns wird jetzt das Gas abgedreht hier in Deutschland, alles wird ganz schlimm und Blackout und so weiter und so fort. Und dann kommst du eben aus einem anderen Teil der Welt und denkst so, warum ist das hier in Deutschland so? Was passiert da? Und dieses, jetzt mal für alle, die nicht so viel durch die Welt reisen, dieses Gasproblem gibt es nur hier in Deutschland. Das ist nirgendwo anders sonst auf der Welt ein Thema. Also weder in dem Land, wo ich normalerweise jetzt lebe, in Dubai, noch in Amerika, noch sonst irgendwo. Das Thema Gas gibt es nur hier in Deutschland. Und wenn du jetzt hier die Medien verfolgst, dann würdest du denken, hey, Gas geht gerade extrem durch die Decke. Da gibt es keinen Halt mehr und Gas ist quasi, es gibt fast keins mehr. Ne? So, jetzt schauen wir uns mal die Realität an und da schauen wir uns mal einen Chart gemeinsam an. Okay, und zwar siehst du hier Charts von Erdgas und ich nehme einfach mal hier diesen Tageschart und wir machen uns den mal ein bisschen größer. Und da siehst du tatsächlich, wir haben hier im Erdgas seit ungefähr Dezember einen extremen Anstieg gesehen. Ne? Also wenn wir das auch mal hier messen, dann sehen wir vom Tiefpunkt am 30. Dezember bis jetzt hier nach oben sind wir um 170% gestiegen. Also der Gaspreis ist tatsächlich dramatisch angestiegen. Aber, und jetzt kommt das Aber, schau mal, was die letzten Tage hier passiert ist. So, und das heißt letzte Tage, das ging jetzt schon Anfang Juni los. Also da, wo bei uns diese Medienwelle immer, immer weiter hochkochte, was ist denn da mit Erdgas passiert? Und da siehst du, das ist mittlerweile schon wieder um 30% gefallen. Das heißt also, der Erdgaspreis ist schon bei Weitem nicht mehr da, wo er, wenn wir das hier ein bisschen umstellen würden, dann siehst du, das ist noch viel dramatischer. Da siehst du, das ist überhaupt kein Thema mehr. Auch an den Börsen ist ein Gasengpass überhaupt kein Thema mehr. Es findet nur noch bei uns in den Medien statt. So. Und warum ist das wichtig als Investor, dass du das verstehst? Weil, wenn du jetzt dein ganzes Investment
Wissen, wenn du deine ganzen Ideen, die du hast, alles, was du umsetzen möchtest, aus klassischen Medien dir holst, dann wirst du immer hinterher sein. Das heißt, wenn irgendein Thema Börse aufpoppt, ne? Und meistens ist ja jetzt nicht so, dass das Thema Börse direkt aufpoppt, sondern es ist alles, was mit Börse zu tun hat. Also wenn zum Beispiel das Thema Inflation in den Medien kommt, dann ist das schon gelaufen und wir sind schon mittendrin. Wenn das Thema jetzt in dem Falle hier Gas, dass es zu wenig Gas gibt und deswegen die Preise steigen, ne, dann sind wir schon mittendrin, vielleicht sogar schon oben drüber. Wenn wir jetzt demnächst mehr lesen werden über Rezession, das heißt, wir sind vielleicht in einer Rezession und wir kommen in eine Rezession, ne, dann ist es wahrscheinlich schon alles wieder vorbei. Warum? Weil es ist auch ganz logisch, wann gibt es offiziell eine Rezession? Wenn 2 Quartale in Folge negatives Wirtschaftswachstum sind. Das heißt also, du musst 6 Monate vergangen haben und erst dann werden die Meldungen kommen, wir sind in einer Rezession. Und dann sagen wir, oh, wir sind in einer Rezession und jetzt Bärenmärkte, alles ganz, ganz schlimm. Aber die Börsen werden das alles schon vorweggenommen haben, werden also schon deutlich nachgegeben haben. Und meistens ist es so, dass kurz vorm Ende einer Rezession die Börsen schon wieder drehen und schon wieder nach oben gehen. Ne? Nicht immer, aber sehr, sehr häufig. So, und was sagt dir das? Du musst, wenn du erfolgreich an der Börse sein willst, andere Informationen holen. Das heißt, du kannst nicht auf das schauen, was alle machen. Und das ist ja gerade auch jetzt wieder das Problem. Ne? Als wir vor einigen Monaten gesagt haben, Buy and Hold funktioniert nicht. Und zwar nicht, weil die Strategie schlecht ist, sondern weil die Anleger es nicht durchhalten. Da haben alle oder viele über uns gelacht. Haben gesagt, ja, Quatsch, ne, alles geht gut. Jetzt, nachdem wir unten sind, fangen jetzt alle plötzlich an, sagen, Buy and Hold funktioniert nicht, man müsste sich absichern, man müsste verkaufen und so weiter. Wobei wir uns vielleicht ja sogar schon fast dem Tief nähern. Ne? Vielleicht sind wir sogar schon am Tief gewesen, wir wissen es ja alle nicht ganz genau. Aber das heißt, die meisten Informationen, die du in der Öffentlichkeit bekommst, sind immer viel zu spät. Und das liegt einfach daran, weil öffentliche Informationen sich natürlich immer auf Fakten beziehen, die da sind. Rezession, Ölengpass und so weiter und so fort. Die Börse aber, und das musst du verstehen, ein antizipierendes Element hat. Das heißt, die Börse rennt uns immer 6 Monate, 1 Jahr, 2 Jahre voraus. Und deswegen kann es durchaus sein, dass jetzt in Zukunft, die nächsten Wochen, die Nachrichten immer, immer schlimmer werden. Aber die Preise das gar nicht mehr nachvollziehen. Und das sehen wir jetzt teilweise schon an der Börse, dass es immer wieder schlechte Nachrichten gibt von der Inflationsfront, von den Arbeitslosenzahlen, die nicht hoch genug, die nicht steigen, sondern die fallen nach wie vor in Amerika. Das ist ein schlechtes Zeichen. Warum? Weil dann Lohndruck entsteht und so weiter. Und das sind alles negative Nachrichten, aber die Preise geben in vielen Branchen gar nicht mehr so extrem nach. In manchen wird immer noch sehr viel abgegeben, Big Tech beispielsweise, also die großen Aktien, ne, Apple und Co., die fallen immer noch. Aber es gibt viele kleinere Werte, die mittlerweile eher seitwärts laufen. Warum? Weil die haben schon letztes Jahr im Februar angefangen zu fallen. So, und das ist halt ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den du verstehen musst. Das heißt, du musst dir andere Informationen holen. Und andere Informationen kannst du dir nicht aus den Medien holen, die alle lesen. Das kann nicht funktionieren, weil Wenn du dir das anschaust, was sich alle anschauen, und dann glaubst, du könntest da was Besseres rauslesen als alle anderen, ne, dann wäre das ein bisschen vermessen. Deswegen musst du andere Dinge machen. Und deswegen bringen wir beispielsweise unseren Kunden eine Morgenroutine bei. Wie das genau funktioniert, erklären wir ganz ausführlich in unseren Trainings, wo wir eben nicht auf Medien hören, wo wir nicht auf Meldungen hören, wo wir nicht irgendwelche, was sagt Goldman Sachs, was sagen die, was sagen jene, sondern wo wir konkret in die Märkte reinschauen, wo wir also sagen, okay, das ist wirklich gestern passiert, das ist passiert und zwar nicht subjektiv, sondern objektiv. Ne, wir sagen nicht, wir sind im Bärenmarkt oder Bullenmarkt, machen es an irgendwelchen Prozenten fest, sondern wir messen einfach, was passiert wirklich an der Börse. Und wenn du erfolgreich werden willst, dann musst du dir auch angewöhnen, etwas anders zu machen. Ne? Da musst du dir was anderes machen. Du kannst dir viele, viele Informationen im Freien zusammensuchen. Ne? Das Internet ist voll davon. Ja, ist halt ein bisschen Arbeit. Oder du sagst, hey, komm, ich kürze das Ganze ab und lerne das Ganze professionell, damit du einfach mehr oder damit du schneller einfach Erfolg hast. Weil lernen musst du es ohnehin. Die Informationen brauchst du so. Entweder machst du auf die kurze Art und Weise oder du machst halt auf die harte, lange Art und Weise, die dich auch wesentlich mehr Geld kostet. So. Wenn dich da mehr davon interessiert, wenn du wissen willst, hey, wie geht man professionell an sowas ran, wie kommt man durch so eine Krise, was gibt es zum Beispiel jetzt beim Erdgas gerade für fantastische Chancen? Unsere Kunden nutzen gerade wieder 1, 2 Möglichkeiten, wie man mit Erdgas gerade wieder eine Menge Geld verdienen kann, völlig abseits von dem, was der Mainstream macht. Dann melde dich einfach mal bei uns unter www.jensraube.de/termin, trag dich da ein für ein kostenloses Erstgespräch und dann helfen wir dir. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Tschüss, Servus, macht's gut. Bye, bye.